Moin. Heute Schreibtischgedanken sind mal wieder angesagt. Ich habe eigentlich vor, ja, eine kleine Wasserstandsmeldung einfach mal zu geben, so zum Kanal, wie es weitergeht und was sich so getan hat. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so die Mega-Menge, aber ich finde, man kann auf jeden Fall mal drüber reden. Ich habe auch noch ein Spiel dabei, über das ich kurz was erzählen möchte. Das haben wir jetzt gestern Abend gespielt, Carsten und ich. Moin. Und da kann ich erst mal so einen kleinen Ersteindruck. Ich will da auf jeden Fall mehr zu machen, weil ich von Teil 1, jetzt wissen vielleicht einige, ich habe es eh gelesen, es geht um Europe in Turmoil 2. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall dann ein bisschen mehr machen. Es kommt Scully gerade. Hi. Und ja, fangen wir doch mal an. Was hat sich so getan hier mit dem Kanal? Ich habe mir tatsächlich, was heißt tatsächlich? Ich habe es immer noch mal versucht. Immer so, wenn ich Zeit hatte, habe ich mir dann doch noch mal das alte Schnittprogramm gezogen, das echt komplex war, womit ich mega Probleme habe, irgendwie klarzukommen. Da fehlt mir wirklich das technische Know-how. Und dementsprechend kamen dann auch so diese komischen Ideen, manchmal hier einfach, dass das aus Sicherheitsgründen einfach mal so dieses, sag mal schnell, Werbungslogo dann so auf verschiedene Arten und Weisen einzublenden. Mal kam es ganz gut an, mal war es ganz witzig, mal war es irgendwie eine blöde Idee. Von daher, aber ich habe jetzt mir eine andere Software einfach besorgt, die meiner Meinung nach ein bisschen intuitiver ist, die nicht so viele Features hat. Diese Features brauche ich aber einfach auch gar nicht und bin jetzt ein bisschen Low-Tech-mäßiger da unterwegs. Denke aber auch, dass ich damit dann einfach auch mehr reißen kann. So, ne? Zum Beispiel auch eben einfach nicht nur Schreibtischvideos machen, sondern mich auch wieder da drüben an den Tisch setzen und was mit der Totalen machen. Ne? Also ob bevor es wieder, also sagen wir mal, zwei Kameras gibt, ist vielleicht nochmal ein bisschen Weg, aber ich glaube, wir befinden uns jetzt auf einem guten Weg. So, ne? Und dieser Raum, in dem ich drehe, der wird auch immer fertiger und ja, ich habe auch jetzt nicht so mega viel Zeit gehabt in letzter Zeit, also neben der Arbeit, was zu machen. Dadurch kam halt auch ganz wenig. Das wird sich aber hoffentlich auch ein bisschen ändern, dass da einfach wieder mehr Zeit für da ist. Erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Ja, das ist das eine. Von daher könnt ihr euch freuen, weil es kam ja auch so ein bisschen, also man konnte es bei ein, zwei Leuten rauslesen. Ja, die alten Sachen so mit der Totalen, das war schon ganz cool. Und auch mit Mirko, das zu Tisch, ne, dass auch das wird bleiben, wird kommen. Es ist auch eins im Kasten und es wird auch demnächst online gehen, so wie ich es hier habe und bearbeitet. Ist es, glaube ich, doch. Es müsste schon fertig sein. Es muss einfach jetzt hier landen und dann geht es auch hoch. Und das nächste, was dann kommt, also ihr könnt euch freuen, auch nicht nur diese Schreibtischvideos, ne, die einfach nicht allen gefallen, sage ich mal. Letzten Endes mache ich ja das, was ich möchte und worauf ich Lust habe. Aber ich möchte schon auch neben den Schreibtischvideos auch die klassischen Videos haben. So, ne? Das ist einfach der Punkt dabei. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Wir haben so ein bisschen Abo-Schwund in letzter Zeit. Ich weiß nicht, worauf das jetzt so genau zurückzuführen ist. Letzten Endes, ja, Spiele passen vielleicht nicht so oder zu wenig oder eben diese Perspektive, in der gedreht wurde oder. Gibt so viele Gründe. Letzten Endes ist es nach wie vor ein Hobby. Wenn es paar Leuten gefällt, ist das okay. Ja, ne? Und wie gesagt, wenn Leute hier eine totale Abneigung haben, irgendwas nicht gefällt, so am Kanal oder was ihnen irgendwie querläuft an Videos, an Spieleauswahl, also haut ruhig mal raus irgendwie. Also ich bin da ja ganz interessiert immer dran, woran sowas liegen kann oder auch ja, ob man was ändern kann. Aber es gibt einfach Sachen, die kann man nicht ändern. Es gibt Sachen, die möchte man nicht ändern. Wie gesagt, stellt euch darauf alles ein. Aber ich bin, wie gesagt, auch höre ich mir vieles gerne an. Ansonsten, was haben wir denn? Wir reden jetzt einfach über das Spiel. Ne? Das war jetzt die Wasserstandsmeldung und neue Serie ist gekommen. Habt ihr vielleicht gesehen, kurz und schmerzlos. Auch voller Spiele, denke ich mal, wenn sie dann erstmal so läuft, die nicht jeden interessieren. Kann man nichts tun. So, ne? Es wird sogar ein Koop-Spiel kommen als nächstes. So, Europe in Turmoil 2. Alles andere als Koop. Wir sind Interbellum, ne? Also zwischen den Kriegen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Das Ganze beginnt so 1920, Ende 1939. Wenn man denn da ankommt, denn auch bei diesem Spiel, das ist wieder das klassische Cube-Pushing im großen Maßstab. Es ist Twilight Struggle, also Gleichgewicht des Schreckens mäßig, ne? Eine große Map. Drei Kartensätze, die über verschiedene Zeitalter gehen. Ich grapsch mal hier einfach nur so einen Chipbeutel und zeige euch mal hier so ein bisschen, was ist jetzt hier aus der Great Depression. Das ist so diese mittlere Phase. Ne? Also auch wieder alles sehr schön historisch aufgearbeitet, Fotos und
kurze Texte in den Regeln dann letzten Endes. Auch die hole ich mal eben hierher. Regeln eigentlich gut gemacht. Also auch wirklich alle Karten dann historisch erläutert, was denn so passiert ist. Warum manche Karten einfach so funktionieren, wie sie funktionieren, thematisch und so. Im Großen und Ganzen, tolles Spiel. Ich war ja großer Fan, oder ich bin großer Fan von Europe in Turmoil 1. Keine große, ja, kein Geheimnis. War, glaube ich, sogar, hatte, glaube ich, irgendwie bestes Wargame oder so des Jahres bei uns bekommen damals. Und zwar, weil das auf Twilight Struggle, das ich ja echt gerne mag, nochmal gewaltig eins draufgesetzt hat durch zwei Ebenen, nämlich einfach einmal durch die Crisis, die sogenannten Crisis-Würfe und die Crisis-Karten. Diese Crisis-Würfe, die waren immer verbunden mit den Gebietswertungen und die Crisis-Karten. Wenn eben so eine Krise ausbrach, konnte man da so Krisenkarten nochmal spielen, die nochmal so verschiedene, vor so einer Regionalwertung nochmal verschiedene Dinge geändert haben. Das mag sein, dass es dadurch, dass man es vor so einer Wertung gespielt hat, vielleicht nicht jedermanns Sache war. Gleichzeitig war es aber eben auch einfach eine andere Sache als bei den Wertungen von Twilight Struggle. So, die Wertung von Twilight Struggle. Hier ist es jetzt so, dass man das rausgenommen hat, diese Ebene. Und man hat auch die Ebene der Mobilization-Karten wieder entfernt. Mobilization, das war, wenn dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, im ersten Teil, dass dann bestimmte Verhältnisse auf dem Brett genutzt wurden, um das Blockverhältnis neu zu bestimmen, wer auf welcher Seite gekämpft hat, um dann Kartendecks zu bekommen, jeweils von dem einzelnen Block. Und diese Kartendecks dann, jetzt erkläre ich das ganze erste, den ganzen ersten Teil, ne? Um diese Kartendecks dann nochmal wiederum zu nehmen, um auch nochmal Dinge auf dem Brett zu ändern. Und das ist eben hier auch weggefallen, sondern hier haben wir ein relativ klassisches Cube-Pushing-Twilight-Struggle-Element drin, ergänzt um sogenannte Extremisten. Das sind so kleine Holzcubes, ganz kleine Holzcubes, die man echt nicht zu tief einatmen sollte, wenn man irgendwie mit der Nase über dem Brett hängt, sonst hat man Probleme. Und die wiederum Zuschüsse geben oder Boni geben oder Mali, je nachdem aus von welcher Seite sie sind, wenn man denn seine Stabilitätswürfe macht auf der einen Seite, um Kräfteverhältnisse in verschiedenen Regionen einfach zu ändern. So, das ist eigentlich ein ganz cooles Element und also bringt nochmal so einen zusätzlichen Gedankenfaktor rein in das ganze Spiel. Was auch anders ist, ist das Flottenrennen, beziehungsweise Flottenrennen, was bei Urban Turmoil 1, Space Race, bei Struggle of Empires, das ist das Ganze, die ganze Tabelle bei Urban Turmoil 2 jetzt. Und ihr seht, jede einzelne Fraktion, das sind auch die Fraktionen, die nachher gewertet werden im Spiel, für die es Regionalwertung gibt, hat ihre eigene Entwicklungstabelle. Dann nochmal unterteilt in Army, Navy, Air Force. Je nachdem, das sind da so Kartenereignisse oder so, wo es dann einfach nochmal ein bisschen mehr bringt. Und ich arbeite ganz genauso. Ne? Also ich schmeiße eine Karte ab, die ich nicht spielen will, nehme den Ops-Wert dieser Karte, würfle und muss dann über den Wert dieser Karte hier kommen. Hab aber auf meinem Marker in der Regel eigentlich einen +1-Bonus, um das Ganze zu nochmal wieder zu modifizieren. Ganz so einfach ist es nicht. Ihr seht, die Zahlen sind noch relativ hoch, die ich da mit dem Würfel erreichen muss. Und ist schon fast ein bisschen viel. Also das ist wirklich für jedes Land habe. Allerdings muss ich hier wiederum auch Timing beweisen, weil bestimmte Sachen, die mir hier was bringen, dafür muss ich ein bisschen in Vorleistung auf dem Board gehen, sage ich mal. Also ich muss irgendwie ein bestimmtes Gebiet kontrollieren, damit ich dann den Bonus kriegen kann, wenn ich hier vorkomme. Sonst rücke ich einfach vor, es passiert nichts. Gut, dann ist immer noch die Karte raus aus dem Spiel, beziehungsweise nicht aus dem Spiel und aus der Runde, die ich nicht spielen wollte. Aber, dieser Bonus ist halt dann weg und kommt auch nicht wieder. Das ist schon schade. Ne? Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass nicht beide im Grunde auf einem Track laufen, sondern eher auf jeder auf seinem, der denn passt. Es gibt aber auch Felder, wo man denkt, okay, das könnte jetzt dem anderen nutzen. So, ne? Also man muss ein bisschen gucken, man muss das sehr genau angucken und zu komplex will ich gar nicht sagen, um Gottes Willen, das ist ja nun wirklich nicht komplex, aber man muss sich das schon durchlesen, sage ich mal, ne? Da ist dann vielleicht weniger mehr, weil man hat ja schon ziemlich viel zu lesen durch die ganzen Karten und ziemlich viel zu machen. Aber gut, das muss einfach nochmal ein bisschen, das ist ein Ersteindruck, ne? Ich habe es einmal gespielt.
Es gibt ein Event-Chart, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Das heißt, so gut wie jedes gewichtige Event, das wiederum Dinge nach sich zieht, kann man hier ablegen als Counter. Es ist für jedes ein Counter da. Ups. Und dieser Counter wiederum zeigt hier anhand dieses Baumes dann, welche Karte oder welches Event weiterhin jetzt möglich ist, dass es freigeschaltet wird. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Was fehlt? Ich habe klar, also ich habe einen ausführlichen Player Aid. Was fehlt, finde ich, ist eine Kartenübersicht. Das ist in den Regeln drin. Wir haben nicht darauf geachtet. Das war ein bisschen doof. Ich selber auch nicht. Habe die Regeln gelesen, habe da auch nicht groß drauf geachtet. Es ist schon erklärt, wann welche Wertung stattfindet. Aber es ist schon ganz schön, sage ich mal, so eine Kartenübersicht zu haben, wie bei Twilight Struggle, welche Karte denn in welcher Phase des Spiels kommt, dass man so ein bisschen einen Überblick hat, was mache ich. Es geht ja nämlich nicht nur um die Wertung, aber zum Beispiel bei Twilight Struggle ist es ja so, da gibt es ganz klar Dinge, die man am Anfang des Spiels am besten nicht macht, weil man weiß, es kommt noch eine Karte, ne? Da passiert was in Japan, passiert was in Korea. Also ist es vielleicht nicht so prall da, großartig was zu investieren. Ne? Was der große Vorteil ist, finde ich, bei diesem Spiel, also auch bei Eurobind Terminal 1 und 2, finde ich, gegenüber Twilight Struggle, habe ich mich gestern mit Carsten und Carsten brachte das Thema auch auf. Das war einfach, dass es nicht ganz so groß global ist, sondern ein bisschen engerer Zeitraum und es ist ein engerer regionaler Zeitraum und dadurch ist das Ganze ein bisschen leichter zu fassen. So ganz einfach das Thema des Spiels. So, ne? Natürlich liegt das in der Natur der Sache, dass der Kalte Krieg eben global geführt wurde und es hier eben um Europa geht und eben auch immer nur so um 10, 15 Jahre, aber, oder vielleicht in diesem Fall eben 19 Jahre, aber eben der Punkt ist, dass es einfach dadurch ein bisschen besser zu fassen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schön gemachtes Spiel. Hätten sie eine dickere Box rausgebracht oder also von der Höhe etwas höhere Box, hätte man das Ganze auch schön in Countertrace packen können. Sortiert, das habe ich alles schön gemacht, hübsch sortiert, nach Werten, nach der Fraktion. Kriegst die Box nicht mehr zu, habe ich alles wieder in Tüten jetzt drin. Ne? Weil ich hasse es, wenn die Boxen irgendwie halb offen im Regal stehen, das kann ich nie leiden. Und aber ansonsten, gutes Spiel, wirklich, oder sehr gutes Spiel auch, nach dem ersten Eindruck, gucken wir mal. Ne? Ich glaube tatsächlich, Eurobind Terminal 1, finde ich ein klein bisschen besser. War aber damals auch noch so ein bisschen der Wow-Effekt. So, oh, es geht noch was auf Twilight Struggle drauf. So, ne? Vielleicht ist das auch einfach der Punkt. Das muss man sehen. Man muss jetzt einfach in mehreren Spielen weitergucken. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Und deswegen Eurobind Terminal 2. Ich kann's empfehlen. Wer Teil 1 mochte, wird Teil 2 mögen. Wird vielleicht ein, zwei Sachen vermissen, aber mögen wir das trotzdem. Das Schema der Spiele ist ja letzten Endes ähnlich. Ob man diese Spiele alle braucht, Gleichgewicht des Schreckens, Eurobind Terminal, Eurobind Terminal 2, 1989, 1960 und wie sie alle heißen im großen Format. Und dann gibt es ja noch zigtausende von, oder ja, kleine Formate, diese Cube-Push, da haben wir auch mal ein Video gemacht. Das muss man letzten Endes für sich selber wissen. Ich finde die großen schon, die kann man durchaus alle für sich, stehen irgendwie so alle für sich. Die kleineren, denke ich, braucht man tatsächlich nicht alle, aber die großen kann man alle haben und es ist auch nicht schlimm. Ich finde, die kommen sich nicht so sehr ins Gehege, auch wenn sie relativ ähnlich funktionieren. Das ist dann irgendwie wie bei Worker Placer A gegen Worker Placer B. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Eurobind Terminal 2. Haut rein. Ihr habt, oder ich habe euch ein bisschen Futter geliefert, vielleicht auch ein bisschen Angriffsfläche. Haut rein, tut was oder schreibt was in die Bewertung. Ich freue mich und werde jetzt dieses Video mit meiner neuen Videosoftware bearbeiten, um die Werbung einzublenden. Das habe ich letztes Mal ja schon gemacht. Und mal gucken. Na, ich glaube mir noch nicht. Vielleicht schaffe ich einen Vorspann, vielleicht auch nicht. Bis dahin. Macht's gut, schönes Wochenende und tschüss.